Also, willkommen bei einem neuen Blender Game Video. Und zwar so ein kleiner Zusatz bezogen auf die Actions, denn in ganz vielen Spielen möchte man natürlich auch mal Dinge ändern können im Spiel. Und zwar nicht nur, dass sie sich drehen oder aufhören zu drehen oder dass man sie irgendwo hin transportieren kann, sondern dass irgendwas passiert, wenn ich irgendwo gegenlaufe. Zum Beispiel eine Tür soll sich öffnen oder eine Kugel oder einen Würfel soll irgendwie größer werden oder kleiner werden oder irgendwie sowas. Und dazu gibt es Actions in Blender, die man mit den Animationstools erstellen kann. Und das will ich in dem Video hier mal zeigen. Und dann will ich auch gleich noch zeigen, in dem einen Beispielvideo hat der eine User ja so eine Kugel erstellt, die man so durch so, ne, durch so ein Parcours durchrollen muss. Und das wollte ich auch mal zeigen. Und zwar seht ihr ja hier in meinem Beispielspiel sozusagen, das ist jetzt ohne Ton und alles, das ist also eine ganz einfache Szene, die wir gleich bauen wollen. Da gibt es diese blau-rote Kugel und dieses grüne Item denn und diese Welt. Und ich kann die Kugel steuern mit WASD. Und zwar W rollt die Kugel halt in diese Richtung, S rollt sie in diese Richtung, A rollt sie von hier aus gesehen nach hinten und D rollt sie von hier aus gesehen nach vorne. Und das geht alles mit dem Drehmoment. Das heißt, ich kann hier in Blender richtiges Drehmoment einbauen und dadurch lässt sich die Kugel sehr realistisch steuern. Man muss ein bisschen damit üben, aber man kriegt es hin. Und ich roll mal jetzt da hinten zu diesem Blau, zu diesem Grün, zu dieser grünen Kugel hier die Rampe hoch. Und jetzt seht ihr, dass dieser Ball ganz groß wird und dann verschwindet. Und dann könnte man irgendwie Punkte zählen und die irgendwie anzeigen. Oder irgendwie ins nächste Level kommen oder sonst was, ne? Also so eine Art Kugel-Parcours-Spiel bauen. Und ja, wie man das macht, will ich euch jetzt zeigen. Also so sieht die ganze Szene aus in dem Spiel. Ist relativ simpel und ja, die wollen wir jetzt mal nachbauen. Und dazu habe ich natürlich etwas vorbereitet. Und zwar hier schon das normale Spiel. Ich blende mal diese Leiste hier rechts, blende ich mal mit N aus. Die Leiste links kann man mit T ein- und ausblenden. Und dann brauchen wir wie immer eine Plane. Der gebe ich auch gleich mit dem Solidify Modifier eine Dicke. Ich habe jetzt hier nicht das metrische System eingestellt, weil das jetzt erstmal egal ist. Dann so eine Farbe hier. Okay, dann geben wir der ganzen Sache noch eine Lampe. Eine Sonne. Die schieben wir mal irgendwie hier hinten hin. So und so. Dann irgendwie mal so ein bisschen heller hier. So, dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Okay, dann machen wir die Spielwelt mal nicht ganz so düster. Mal so ein helles Blau hier. So, schön. So, dann fügen wir auch gleich unsere Rampen hinzu, die wir gerade hatten. So. So, natürlich. Und zwar hatten wir da hinten so eine kleine Rampe. Dann hatten wir davor eine kleine Kipprampe. So. So, da sollte ich entspannt hochkommen. Und dann brauchen wir noch unser Hindernis hier. Ihr seht, ich kann Items auch entweder von der Sicht so rotieren, ne? Oder wenn ich jetzt auf X drücke, dann rotiere ich nur um die X-Achse. Und dadurch kann ich die Items hier schön positionieren. Mal von der Seite gucken. Ups. So. Okay, damit haben wir schon mal unsere Spielwelt so ähnlich wie gerade eben. Ich denke, das ist okay. So, dann bauen wir noch gleich unsere Kamera ein. Die setze ich auf die Standardposition mit Alt-R und schiebe die dann mal hier oben so hin. So, ich kann auch in die Kamera direkt reingucken und ups, und dann mit Rotation um die X-Achse die hier mal so hinstellen. GZ so ein bisschen weiter und Doppel-Z drücken, dann kann ich so rauszoomen. So, denn man will ja irgendwie, na, so, irgendwie auch alles sehen können. So. Unsere Spielwelt haben wir fertig. Vielleicht mache ich das noch ein bisschen kleiner, damit man da hinten besser gucken kann. Okay. So, dann speichere ich das Ganze mal ab.
Und dann brauchen wir noch unsere Kugel. Und zwar unsere Kugel, die sich bewegen soll. Den nenne ich auch gleich mal Item. Und dann mache ich bei der noch Smooth Shading an, damit die ein bisschen schöner aussieht. Und dann geben wir der noch ein Material. Das nenne ich auch mal Item. Und noch eine Farbe. So, wunderschön. Upsa. So, und damit die sich jetzt bewegt, vorher haben wir ja, oder in den anderen Videos haben wir ja immer Bewegung gemacht, indem wir jetzt hier ein Always gebaut haben, ein Always-Sensor und dann hier die Motion und dann eben hier bei Z, Y oder X eine dauerhafte Bewegung gemacht haben. Das machen wir jetzt anders, und zwar wollen wir, dass sich die Kugel so bewegt, ne? Die soll ja so hoch und runter wabern. Und das können wir hier nicht realisieren. Also wir können hier nur so eine feste Rotation einbauen, aber nicht eine Hoch- und Runterbewegung. Das wird hier nicht funktionieren. Deswegen bauen wir da jetzt eine sogenannte Action ein. Und eine Action bauen wir mit Animation ein. Und dazu schiebe ich mal dieses Fenster so ein bisschen nach oben hier und gehe hier unten links hin, da wo wir den Logic Editor ausgewählt haben, und gehe hier auf Timeline. Und dann habt ihr hier so eine Zeitleiste, da könnt ihr mit dem Mausrad rein und raus scrollen und mittlere Maustaste gedrückt halten. Hin und her, ja, euch hin und her bewegen. Und diese Timeline funktioniert wie folgt. Ihr könnt hier diesen grünen Balken, das ist sozusagen eure Play-Taste. Also wenn ihr jetzt mal hier auf Play drückt, dann läuft die so lang und spielt irgendwas ab. Und zwar kann man dann hier dieser Kugel Positionen geben. Und zwar schiebe ich mal das Ding hier ganz an den Anfang, diesen grünen Balken, dass hier unten eine 1 steht. Ich kann hier auch Alternative 1 eintragen. Und dann sage ich, okay, diese Position, das ist jetzt meine erste Position, meine Animation. Meine Animation, die soll gleich so aussehen. Ne? Also die Kugel soll hoch und runter wabern, und das ist die erste Position. Dann drücke ich, wenn ich die grüne Linie hier bei der Timeline auf 1 habe und meine Kugel in der richtigen Position, drücke ich I, und dann öffnet sich dieses Keyframe-Menü. Denn I steht kurz für Insert Keyframe, und ein Keyframe ist sozusagen eine Position, die ich jetzt speichern möchte. Und jetzt kann ich hier ganz viel speichern. Die Location kann ich speichern, also die Position in meinem 3D-View, die Rotation, die Skalierung, die Lokation, die Location und die Rotation, die Location und das Scaling und so weiter, ne? Also die verschiedenen Kombinationen. Und ich speichere einfach alles, also die Position, die Rotation und das Scaling. So, und jetzt habe ich hier so eine gelbe Linie mir eingefügt. Die kann man hier sehen. Das heißt, hier habe ich jetzt einen Keyframe eingebaut. So, wenn ich jetzt als nächstes will ich sozusagen, dass meine Kugel nach 25 Frames hier oben ist. Dazu schiebe ich zuerst meine grüne Linie auf die 25 und danach, ich kann ja einfach 25 eintragen, und danach schiebe ich meine Kugel hier hoch. Okay, dann drücke ich wieder I und wieder Lock Rod Scale. So, und wenn ich jetzt meine grüne Linie hier schiebe, dann seht ihr, dass die Kugel nach oben wabert. So, die soll natürlich wieder runterkommen, und zwar in die gleiche Position, dass sie nachher so eine richtig schöne Auf- und Abbewegung macht. Dazu könnte ich jetzt entweder meine grüne Linie auf 50 schieben und dann ungefähr die Position treffen, oder ich schiebe meine grüne Linie auf die erste Position. Dann drücke ich Shift S und sage Cursor to Selected, das ist ja mein 3D-Cursor hier. Jetzt schiebe ich meine grüne Linie auf die Position 25, also auf die oberste Position, die sie erreichen wird. Entschuldigt, auf die Position 50 natürlich, denn ich will jetzt zur letzten Position. Und jetzt sage ich wieder Shift S und jetzt sage ich Selection to Cursor. Und damit hüpft die Kugel an meiner Position, die ich sozusagen vorher mit dem 3D-Cursor gespeichert habe. Also nochmal langsam. Mein 3D-Cursor hängt ja irgendwie hier rum. Ich möchte diese Position jetzt hier hinten in Frame 50 haben. Und es gibt auch noch andere Wege, das zu tun, aber das ist jetzt wahrscheinlich erstmal der einfachste. Ne? Position der Kugel auf die erste Position, Shift S. Cursor to Selected, dann Frame 50 auswählen, Shift S, Selection to Cursor, und jetzt wieder den Keyframe einfügen. Lock Rod Scale. So, dann muss ich hier noch ein Ende einbauen. Ja, wobei wir das erstmal, na, wir können es erstmal so lassen. Und dann habe ich hier zwischen Frame 1 und 50 meine schöne Bewegung, die sich jetzt nicht wiederholt. Okay, aber ich habe hier meine schöne Animation. So, abspielen kann man das mit Alt und A. Okay, das läuft ja schon mal ganz gut. Jetzt kann ich hier wieder in den Logic Editor gehen. Ich habe meine Kugel ausgewählt, einen Always-Sensor hinzugefügt, und jetzt füge ich hier eine Action hinzu. Okay,
Und meine Action, die kann man hier oben auch sehen, rechts bei Properties in meinem Item. Da sieht man diesen Pfeil. Der Pfeil sagt mir, okay, da ist eine Animation, eine Action liegt dahinter. Dann gehe ich einmal auf Plus, sehe hier Animation, auf Plus und dann steht hier Item Action. Und da kann ich auch mit Steuerung halten und reinklicken und sagen, Item auf oder Item auf, na, auf ab. Die kann ich dann hier auswählen in meinem Logic Editor hier unten, Item auf ab. Dann das Ganze wieder verbinden. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ich hier einen Startframe, das ist Frame 1, und einen Endframe, das ist Frame 50. Das heißt, diese Kugel hat immer diese Bewegung, 1 bis 50. Also die Animation wird immer zwischen Frame 1 und 50 abgespielt. Und dann möchte ich nicht, dass es nur einmal abgespielt wird, sondern die ganze Zeit, also Loop End. So, und wenn ich jetzt mein Spiel starte, dann seht ihr, dass die Kugel da hinten auf und ab wabert, die ganze Zeit. Okay. Das ist ja schon mal ganz schön. Jetzt wollen wir, dass unsere Kugel bei Kollision sich so aufbläht und dann, ja, wenn man so will, explodiert. Ganz wichtig, dadurch, dass sie sich aufbläht, könnte die unsere Spielkugel gleich wegschubsen und dann würden wir runterfallen. Deswegen muss hier bei Physics, Ghost angehakt sein, damit die Kugel sozusagen keinen wirklichen Einfluss auf andere Objekte im Spiel hat. Ja? Ghost ist tatsächlich zu verstehen wie der Geist. Das heißt, wenn diese Kugel andere Sachen berührt, passiert damit einfach nichts mehr. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir gehen wieder in unsere Timeline. Und zwar gehen wir irgendwie hier hinten hin zu Frame 70, okay. Und da geben wir ihr einen neuen Keyframe, also eine neue Position. Also wieder E-Lockroad Scale. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter auf 75. Skalieren die so ein bisschen größer. Ja, jetzt bläht sich die Kugel auf. Sieht man noch hier. Wupp. Ja, dann gehen wir mal zu Frame 90. Da skalieren wir die nochmal ein bisschen größer. Wieder Lockroad Scale. Und jetzt bedienen wir uns einen kleinen Trick. Wir gehen einen Frame weiter, skalieren die ganz klein und schieben die hier raus, aus dem Sichtbereich raus. Lockroad Scale. So, und dann haben wir so ein, wenn wir die berühren, macht die also so. Und dann ist sie weg. Mit einem Frame. Zack. Okay, so jetzt müssen wir uns merken, Frame 70 bis 91. Das heißt, bei Kollision soll diese Animation hier abgespielt werden. Dann gehen wir wieder in den Logic Editor, fügen unseren Kollisionssensor hinzu, den kennen wir ja schon. Dann wieder den Action-Sensor. Und zwar ist es die gleiche Action, ja, weil ich ja, ich kann einem Item immer nur eine Animationslinie zufügen, aber davon natürlich ganz viele, weil ich ja innerhalb der Frames total viele machen kann. Und diese Animation startet jetzt bei Frame 70 bis 91 und soll auch nur einmal abgespielt werden. So, und dann noch verbinden und dann habe ich hier bei Kollision das so eingestellt, dass sozusagen diese Action abgespielt wird, wenn etwas damit kollidiert. Und danach ist die hier. Und dann, wenn die hier rumhängt, wird die wahrscheinlich sogar wieder so wabern. Wenn wir mal gucken, was passiert. So, jetzt brauchen wir erstmal noch unsere andere Kugel. Unsere Spielkugel. Die mache ich mal erstmal hier hin. So, und dann, das hab ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Und zwar möchte ich der ja jetzt, da wir ja jetzt, wenn wir die jetzt bewegen würden, würden wir ja nicht sehen, wie die sich dreht, ne? Weil die ja nur eine Farbe hat. So, und deswegen wollen wir ihr jetzt verschiedene Materialien geben, die verschieden farbend aussehen. Dazu bin ich hier im Edit-Modus gegangen, wähle hier meine ganzen Vertices aus. So, man kann die natürlich ganz anders auch auswählen, aber ich mache es jetzt mal so. Dann gebe ich der Material blau. Dann soll die nicht so doll leuchten. Assign habe ich vergessen, ne, das Material blau diesen Faces zugewiesen wird. Und das gleiche mache ich jetzt noch mal bei den anderen. So, auch auswählen. Okay. So. Neues Material, das ist nicht immer rot. Assign. Weniger leuchten. So. Und wenn ich jetzt hier in meine Materialansicht gehe, dann habe ich die Kugel fast perfekt gemacht. Hier habe ich zwei Faces vergessen, aber das ist jetzt erstmal egal. Dann gebe ich der noch einen Subdivision Surface Modifier, um die ein bisschen rund zu machen. Und hier rechts bei Tools
gebe ich ihr noch ein Smooth Shading, damit die auch so schön aussieht. So, jetzt wollen wir natürlich noch bewegen mit unseren WASD-Tasten. Da brauche ich wieder einen Keyboard-Sensor und einen Motion-Sensor. Und auf W soll die sozusagen die X-Achse lang laufen. So, und jetzt kann man ja hier nur diese normalen Sachen einstellen. Also eine Lokation, also eine Position verändern, eine Location. Lokation. Eine Location verändern und eine Rotation angeben. Wir wollen natürlich noch viel mehr, denn wir wollen ihr einen Drehmoment geben, damit sich die Kugel auch dreht. Und dazu muss die Kugel ein physikalisch-dynamisches Objekt sein, ne? Denn sonst kann die ja keinen Drehmoment entwickeln. Und dazu habe ich die Kugel ausgewählt und gehe hier rechts auf Physics. Wähle dann hier Dynamic aus und Actor muss ausgewählt sein. Und dann habt ihr gesehen, dass sich hier im Motion-Bereich ganz viel geändert hat. Jetzt habe ich hier nämlich noch mehrere Optionen und dann anderen auch dieses Torqueware hier, das ist das Drehmoment. So, bei W soll die, also die X-Achse, ich sag mal um 0,4 Punkte weitergehen. Das probieren wir mal direkt aus. Okay, das ist die falsche Achse. So, vielleicht doch die Y-Achse. Jawohl. So, jetzt dreht sie sich nach vorne und ihr seht, wenn ich jetzt, lasse ich die Taste schon los und irgendwann wird sie weniger. Also sie wird irgendwann langsamer. Rollt jetzt natürlich aus dem Bild raus, weil wir da gerade so standen. So, also nochmal, Keyboard, jetzt mache ich auf S, genau, also zurück. Dann brauche ich wieder eine Motion und jetzt soll das Ganze um Minus 0,4 zurückwandern. So, und jetzt kann ich die Kugel schon nach vorne schieben und ich kann sie auch abbremsen und nach hinten schieben mit W und S. So, als nächstes möchte ich dann noch die nach oben und nach unten schieben, also mit A. Und da brauchen wir jetzt wieder die X-Achse und zwar ist das dann Minuspunkt 4 und nicht Message, sondern Keyboard. D, Motion, zack, zack. Punkt 4. So, und jetzt muss ich euch gleich einen Effekt erklären. Ich gucke mal, ob ich das richtig gemacht habe. Ja. Ja. Und zwar könnt ihr jetzt natürlich meine Tasten nicht sehen, aber man wird total schnell verwirrt, weil man irgendwie dreht und irgendwie weiß man nicht, warum sich die Kugel da jetzt hinbewegt. Ich glaube, ich habe mein D falsch gemacht. Moment. Also das ist W. W ändert Y um 4. Das ist dann S ändert Y minus 4. Also die beiden waren ja richtig. Dann kommt mein A. Mein A ändert mein X um minus 4. Ach ja, hier. Punkt 4, das ist falsch. So. Y wird durch A und D geändert. Und zwar habe ich jetzt nämlich ein Problem, und zwar dadurch, dass sich die Kugel dreht, ändern sich auch die Achsen und die Lagen zueinander. Das heißt, wenn ich dann A drücke, kann es sein, dass ich nicht mal nach links drehe, sondern nach rechts. Was für die Kugel richtig ist, für uns, die wir hier sehr so draufblicken, ist das total verwirrend. Und weil die Achsen natürlich entsprechend der Kugelposition verändert werden. Und um das zu ändern, kann ich hier bei Motion diese beiden Sachen hier aushakern, also ich muss nur den hier aushakern, und zwar bedeutet das, dass die Positionen nicht mehr lokal der Kugel entsprechend berechnet werden, sondern allgemein in der Welt. Das heißt, die X-Achse ändert sich nicht, die Y-Achse ändert sich nicht, und damit kann ich quasi, wenn ich A drücke oder wenn ich jetzt W drücke, wird sich die Kugel immer in diese Richtung bewegen, und wenn ich S drücke, immer in diese Richtung, wenn ich dann A drücke, immer nach hinten und S immer nach vorne. Nee, D immer nach vorne. Ja, dazu muss ich nur dieses L hier unten aushakern. Das muss ich bei allen machen. Und dann kann ich die Kugel relativ natürlich steuern. Oh. Genau, A und D. W nach hinten und S nach vorne. So, damit kann ich meine Kugel schon mal ganz schön steuern. Und da wir ja die Animation schon eingebaut haben, müsste ich theoretisch auch schon die andere Kugel da hinten treffen können. Gucken, ob ich die Kurve jetzt schaffe hier. Oh, nicht so schnell. Jawohl. Und ihr seht, mein Actor ist nichts passiert, aber ich falle runter. Okay. Ich war ein bisschen schnell.
Wir können das nochmal probieren. Jetzt drücke ich mal A. Okay, also A ist nach oben. Wenn man das jetzt so ein bisschen benutzerfreundlich machen würde oder sollte, sollte man am Anfang so eine kleine Einführung machen, damit man sich mit der Steuerung vertraut macht. Aber das kriegt man relativ schnell raus. So. Jetzt war ich gerade zu schnell. Und die Wand rettet mich. So, ihr seht, das Drehmoment ist halt auch physikalisch korrekt berechnet, deswegen dreht sich die Kugel auch mal so ein bisschen weiter. Und ich muss halt immer schauen, dass ich in die entgegengesetzte Richtung abbremsen kann. Okay. Das sah doch ganz gut aus. Und damit haben wir Drehmomentkugel gemacht und wir haben zwei verschiedene Actions eingebaut bei unseren Items, die wir hier in der Timeline erstellt haben. Wenn ihr jetzt feststellt, Mensch, meine Action, die ist irgendwie nicht so gut, die will ich ändern oder will ich löschen oder verschieben oder ähnliches, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder in der Timeline, oh, hier unten in der Timeline, auf diese gelbe Achse hier ziehen und dann seht ihr links unten hier, das ist jetzt gelb und ein Frame weiter ist es weiß. Und wenn es gelb ist, heißt es, okay, hier gibt es einen Keyframe. Das heißt, hier ist ein Keyframe gespeichert. Den kann ich komplett löschen mit Alt-I. Dann werde ich gefragt, Delete Keyframe und dann okay. So kann ich einzelne Keyframes löschen und dann neu setzen oder einfach überschreiben. Also wenn ich jetzt eine neue Position wähle, kann ich einfach mit I wieder einen neuen Keyframe setzen und der alte wird überschrieben. Alternativ kann ich auch hier unten in den Dope Sheet gehen und dann seht ihr hier diese gelben Bröppels. Da kann ich genauso navigieren wie im Viewport. Und da seht ihr auch diese gelben Dinger, das ist der Keyframe und die kann ich mit der rechten Maustaste anfassen und dann mit G verschieben. Okay, so kann ich also auch die Items nachträglich noch verändern, also die Animation nachträglich noch verändern und auch löschen. Also hier kann ich auch die Keyframes einfach mit X entfernen. Das ist also die gleiche Steuerung G verschieben, X entfernen, wie ich sie auch hier habe im Viewport, G verschieben, X entfernen. Ne? Das ist hier unten im Dope Sheet genau das gleiche. Muss man für sich selber die richtige Taktik schauen und was man auch am schnellsten einfach sich merkt, das ist ja auch mal so, so eine Sache. Okay, also jetzt können wir Kugeln mit Drehmoment rollern und wir können auch selbst erstellte Animationen bauen. Wenn ihr jetzt irgendwie in Richtung, ja, man kennt es ja irgendwie bei First-Person-Spielen, dass man so eine Laufanimation hat, also wenn der Spieler läuft, dann wackelt er mit dem Kopf so ein bisschen. Auch da könnte man zum Beispiel die Kamera so animieren, dass sie bei einem Tastendruck auf W diese Animation abspielt, indem man halt eine Kameraanimation macht, wo diese Laufgeschichte drin ist. Und diese Action spielt man dann halt immer ab, wenn W gedrückt wird, zum Beispiel. Damit könnte man zum Beispiel so eine Laufanimation machen oder auch ganze Figuren animieren, beim Sprung zum Beispiel oder bei Yo Frankie. Wenn man die Leertaste drückt, dann dreht er sich ja so und haut mit seinem Schwanz die Items weg. Auch das ist genau so eine Animation, wie wir sie hier auch erstellt haben. Okay, ihr könnt das ausprobieren und ein paar Sachen animieren und dabei wünsche ich euch ja auf jeden Fall viel Spaß.